Nach rund 27 Stunden Flugzeit hat die Raumkapsel des US-Unternehmens SpaceX erfolgreich an die internationale Raumstation ISS angedockt. Sie war vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer Falcon 9-Rakete rund 400 Kilometer in die Höhe befördert worden. Kurz nach dem Andocken stiegen ISS-Astronauten erstmals in das Modul Crew Dragon, in dem sich eine Testpuppe befand. Die NASA übertrug live. Dies ist ein guter Tag, der erste Tag einer neuen Ära für die nächste Generation der Weltraumentdecker. Diese Ereignisse erinnern uns daran, dass wir uns mehr ähneln als unterscheiden, dass wir durch eine Sache vereint werden können, die nicht auf Angst, Drohungen oder gemeinsamen Feinden beruht, sondern auf einem mutigen Unterfangen, in unersättlicher Neugierde über das Bekannte hinauszugehen und das zu tun, was nie getan wurde. Wir Menschen wurden gemacht, um zu erforschen und um es gemeinsam zu tun. Der Testflug diente zur Überprüfung der Funktionen und Systeme. Nebenbei kamen 180 Kilogramm Nachschub zur ISS und die Testpuppe Ripley, benannt nach Raumfahrtheldin Ellen Ripley aus den Alien-Spielfilmen.